Raus! Fehlstart, ja, total. Bleibt so Resultat. Ja, stehe ich drauf. Inka Schatz, Caro Kästchen, Valerie Fallerbach. Wir sind damit Crush the Norm. Fallerbach? Valerie Fallerbach, okay. Slick Polygon. Anyways. Julia Fischer. Zusammen sind wir Tokyo Sex Whale. Geil. Ja, nicht ungeil jedenfalls. Ah, okay. Weiß ich nicht. Also Rock'n'Roll, aber dann sagen wir wie Elvis? Nein, nicht Elvis. Also sagen wir mal so, das ist das Spektrum, hier sind Avantasia. Hier ist da hinten in Mannheim zu Powerwolf. Wir sind genau hier. In der Mitte des Spektrums. Also wir suchen, also ganz, ganz viele Stühle, der Thrash Metal Stuhl, der Heavy Metal Stuhl, Rock'n'Roll, Pop, bla bla bla, ganz viele Stühle, wir kommen rein und setzen uns dazwischen. Schade. Genau, das ist vielleicht ein Nachteil, interessiert uns aber. Muss ja nicht. Ziemlich genau drei Jahre. Gar nicht. Überhaupt nicht. Er singt ja auch genau wie Aurora. Er sieht nicht nur so aus, er klingt auch so. Nein, also klar, beim Trio, wenn man es so macht, wie wir es machen, wo es wirklich echt drauf ankommt, was hier, wo es nicht egal ist, wo ich einfach nur bei 1, 2, 3, 4 rumbum. Sieht vielleicht so aus, aber wir machen uns da schon im Kopf drüber. Also wenn man da irgendwie einen Teil wegnimmt, und einen neuen Teil dazufügen, natürlich macht sich da was. Besonders wenn die Protagonisten auch so wirklich eine musikalische Persönlichkeit haben. So. Das ist ja auch gewünscht. Ja? Es geht ja nicht nur um irgendwelche Erfüllungsgehilfen, damit ich meinen Scheiß machen kann. So. Und das fällt natürlich auf. Deswegen haben wir auch zum Beispiel jetzt bei dem neuen Album haben wir auch 5 alte Songs nochmal neu eingespielt, weil wir die Songs natürlich nicht sterben lassen wollen, also im Gegenteil, aber die klingen jetzt halt einfach anders. Wir sind jetzt selbst der Julian schon fast ein Jahr dabei. Ne? Und deswegen wollen wir dem einfach Rechnung tragen, dass die Band sich verändert hat, aber immer noch auf dem Fundament steht, was vor 3 Jahren gegossen wurde. Mein Gott, das kann ich nicht ausdrücken, wenn ich großartig. Also, es ist ja wirklich schon fast lustig, wie oft wir das Album angekündigt haben, aber jetzt kommt es dann wirklich. Das ist ja schon affig, ne? Aber da kamen immer Touren dazwischen, dann steigt Markus aus, dann muss man hier erstmal wieder eine ABM-Stelle schaffen, das da einsortieren, das einarbeiten. Oder irgendwann sieht man sich, vielleicht stehen Leute nicht, aber ratzfatz ist ein halbes Jahr einfach um. So, und dann haben wir noch mal ein paar Songs gekippt, noch mal ein paar neue gemacht. Und, aber jetzt steht alles, es sind 11 neue, 5 alte. Also Can't You Be ist auch noch mal drauf, ist jetzt auch nicht ganz neu, aber ist schon irgendwie neu. Die hat er auch getrommelt, also überhaupt keine Altlasten dabei, einfach die Band jetzt, der Ist-Zustand wird jetzt quasi mit dem neuen Album dokumentiert und es kommt wirklich raus. Ich bin in 2 Wochen fertig damit, also ich habe gesungen, Gitarre gespielt, jetzt muss er noch mischen dann und dann bin ich Mitte März mit dem Ding durch, mastern und dann kommt es wahrscheinlich wirklich raus. Es kommt wirklich raus. Die Metal-Reaktion hält den Atem an jetzt schon. Soll mich das interessieren, oder? Gracias.
Ja, ganz einfach. Ich bin stinkreich und habe das einfach alles gekauft. Wir verlangen ja nichts, wir beide. Oder? Wir leben ja von Wasser und Brot. Jetzt werde ich stinkreich. Also ihr zahlt wahrscheinlich noch dafür, dass ihr klar nicht schuldig seid. Mal Zähne. Ich will ja nicht immer in dieselbe Stelle gefressen sein. Ich will ja, dass er neue Zähne hat. Also immer ein bisschen mehr angelegen soll, ne? Nein, es ist einfach so, das glaube ich, dass das vielleicht manche Leute verwundern, was wir Blockflöten oder die anderen Blockflöten-Gesichter die ganze Zeit schon gemacht haben. Das ist einfach eine Mischung aus die richtige Band zur richtigen Zeit mit hier und da auch einen guten Draht zu Leuten. Ja? Ich mache das ja auch nicht seit vorgestern. Ja? Und da ich ein total netter Kerl bin, entgegen der landläufigen Meinung über mich. Nein! Ich bin ein netter Kerl. Nein! Freuen sich die Leute, wenn wir mit denen touren. Das Nein kam jetzt nicht krass. www.kopfundkragen.de. Genau. Na, das ist wirklich sexuelle Abhängigkeit. Genau. Aber nur von ihm. Zu ihm. Also wir haben im Laufe auf der JBO-Tour sind wir in gegenseitige Liebe einander verfallen. Und seitdem ist das. Seitdem haben wir einfach den härtesten Fanclub. Da sind wir sehr stolz, mega, mega stolz. War mir persönlich auch wichtig, dass ich da abgesegnet werde. Ja. Oh ja, das ist einfach in die Band. Ich meine, dass die mich wollen, ist ja alles, ne? Aber den Fanclub, das war wichtig. Ne? Und als dann die Jungs gesagt haben, nach dem ersten Gig, kann man machen, dann war ich dann auch zufrieden. Ich habe meine Sachen gepackt und erwähnt. Und dann erst stieg weißer Rauch auf. Genau. Stimmt. Den reden wir nachher so egal, was raus. Das ist egal, was du sagst. Ja, ja. Nächste Frage. Wir machen im Juli unsere erste eigene Tour. Da freuen wir uns auch total drauf. Weil die Support-Sachen waren alle total geil, aber wir haben einfach festgestellt, dass es uns am allermeisten Spaß macht im Moment. So. Das heißt nicht, dass wir nie wieder irgendwo als Support spielen, aber wir wollen einfach mal alleine raus, weil uns die Shows, wo wir 90, 100 Minuten spielen, die machen uns am meisten Spaß. Ohne dass, man dann auch nicht, ganz im Gegenteil, wir haben nur die besten Erfahrungen als Support gemacht. Egal in welcher Band, das muss ich jetzt mal echt sagen, alle Support-Abfuck-Geschichten, die man so hört, und haben wir nicht erlebt. Ne? Egal ob Ohrenfeind, JBO, Wasp sogar, Sebastian Bach, Hardcore Superstar, Doro, maximale Liebe. Aber es ist einfach völlig geil, vor Leuten zu spielen, die unseren Weg kommen. Egal wie viel oder wenig, es ist keine Koketterie. Es ist mir scheißegal, ob da 10 Leute stehen, wenn die unsere Songs brüllen, spiele ich da lieber für, als für 800 Wasp-Fans, die auch bei Wildchild die Arme nicht mehr hochkriegen. Genau. Ist leider. Was nicht heißt, dass wir das nie wieder tun würden. Invisible Orange. Invisible Orange. Gelernt. Letzte Worte. Julian hat auch gar nichts. Da fragt den Julian jetzt mal was. Der redet so gerne. Botschaft oder auf? Nee, der ist Lickel. Du fragst jetzt Lickel jetzt mal was. Der redet nämlich so gerne. Ja permanent. Sonst immer hier. Nicht wie immer. Sag was. Mach ihn was. Letzte Worte. Also meine klassischen letzten Worte. Ein Zitat. Durchfall. Nein. Hier liegt Slick Polydol. Warum auch nicht? Mein letzter Wille, Mann mit Brille. Kann ich bieten. Ich weiß. Du schaust auch echt nützlich aus mit Brille. Danke. Ich habe keine andere Wahl, wenn irgendwann die Kontaktlinsen wehtun. Du hast keine andere Tokyo-Sex-Wahl?
Was? Ja. Du erwartest jetzt noch irgendwas Ernstes, oder? Nicht unbedingt. Seit 10 Minuten schon, ich gehe noch. Wollen wir unterhalten? Worüber? Der klingt so nach Fassung. Ja. So. Wollen wir unterhalten? Da fehlt da nicht das. Was fehlt da für ein Pronomen? Weil ich weiß nicht. Das uns. Ein euch. Ja, das klingt so nach, warten Sie am Telefon, so irgendwie. So diese Düdelmusik. Düdel. Ich glaube, wir wollen eher töten. Oder? So Düdelmusik gesagt? Düdelmusik? Ich weiß nicht. Egal. Das sind die letzten Worte. Gegen die Fahrstuhlisierung von Rock'n'Roll! Ficker! Und gerne. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.